ist doch mal ein Wort. Und ich glaube, wenn das der große Bruder war, dann kommt die ebenso große Schwester zum Verkauf dazu. Die heißt dann Marketing. Und meine These ist, Marketing allein, das ist Quatsch, das ist nicht meine These, das ist Ihre These, aber ich bestätige Ihre These, wenn sie sagt, es braucht nicht nur Marketing, es braucht auch Mindset. Herzlich willkommen, Claudia Schulte. Hallo, Hermann. Claudia, dein Thema, oh wow, mit Gold hier, das wird ja immer besser auf diesem Sofa, großartig, dankeschön. Du, erzähl mir, Claudia, du stehst für Marketing und Mindset, was bringst du damit zum Ausdruck? Marketing und Mindset lassen sich in meinen Augen ebenso wenig voneinander trennen wie eine achtsame Lebensführung von dem Thema Gesundheit. Sie bedingen sich gegenseitig. Mhm. Was nützen mir Mega-Marketing-Konzepte und Marketing-Strategien, wenn ich nicht die positive Ausrichtung auf Erfolg habe und nicht an meine Ziele glaube und kein Wohlstandsbewusstsein mitbringe. Klingt schon mal nach einem Plan. Ja. Hast du einen Hack mitgebracht? Weil danach will ich dir noch was über Schöpferkraft fragen. Ich habe einen Hack mitgebracht, ja. Mhm. Der lautet, wer Zugang zu seiner inneren Kraft hat, kann alles erreichen. Und ich empfehle jedem Einzelnen, jeden Tag so viel Selbstliebe walten zu lassen, so viel Selbstfürsorge, 15, 20 Minuten für das eigene Wohlbefinden zu sorgen und auf Ressourcen zurückzugreifen, die jeder Mensch immer bei sich hat, auf seinen eigenen Atem und auf seine Stimme. Und ich glaube an die Kraft und an die Macht der Worte. Eine Viertelstunde, 20 Minuten. 20 Minuten. Ein paar Minuten. Mach dich sofort präsent, bring dich in die Harmonie, bring dich in die Entspannung, mach dir eine schöne Stimme, eine wohlklingende Stimme. Immer schön mit dem Atmen vor einem wichtigen Verhandlungsgespräch, vor einem wichtigen Verkaufsgespräch, wenn es wirklich um was geht, Uga. Und die andere Geschichte ist, wie ich mir selbst helfe, wirklich die Wünsche, die eigenen Wünsche positiv formulieren und laut aussprechen. Ich singe sie mittlerweile und bin mit Herz und Seele bei der Sache und ganz in der Präsenz und in meiner Schöpferkraft. Das klingt ja mal spannend. Das heißt, ich kann mir dich in der Dusche vorstellen und singst dir deine Lebenswünsche vor? Richtig. Ich mache es sogar morgens im Bett während des Aufwachens. Das geht so 15, 20 Minuten. Okay. Alle Affirmationen, alles, was ich mir vom Leben erwarte, vom Leben erhoffe. Und ich töne es nicht nur, ich singe es mit vollem Herzen und werde so wach. Ist wunderbar, gibt mir ein wunderbares Rüstzeug für den Tag. Kann ich jedem nur herzlich empfehlen. Ich stelle jetzt nicht die Frage, ob du alleine oder mit anderen Menschen im Bett aufwachst. Insofern stelle ich dir die Frage nach. Mein Lebensgefährte macht Gott sei Dank dasselbe wie ich. Und wehe, einer vergisst es mal. Dann gibt es eine wunderbare soziale gegenseitige Kontrolle. Großartig. Ja, ist herrlich. Schön. Und ihr singt dann beide auch zeitgleich? Ja, wir trommeln sogar dazu. Nicht in der Früh, aber am Abend, wenn wir Zeit haben, wenn wir Muße haben, es wird gesungen, es wird getrommelt. Und wir singen und trommeln und beten auch über den Weg, die Dinge in unser Leben. Ich habe eine meiner schönsten Lebenszeiten tatsächlich im brasilianischen Busch verbracht mit Indianern. Wir haben den ganzen Tag nur getrommelt. Ja, herrlich. Es holt dich ebenso in die Präsenz. Es erzeugt einen wunderbaren Resonanzraum. Und alles, was du rausgibst in dieses Universum, kommt auch wieder zu dir zurück. Wunderbar. Du, und sag nochmal, Schatz, ich glaube, Schöpferkraft ist dir ein wichtiges Thema. Das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Erzähl. Schöpferkraft, also jeder von uns hat ja in jedem Moment seines Lebens die Wahl, sein Leben nach seinem eigenen Wunsch zu gestalten. Und es gibt so einfache Mittel, die so hochwirksam sind. Es geht um die Eigenverantwortung, wirklich in die Verantwortung zu gehen und ins Tun, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, mit dem Trommeln, mit dem Singen, mit diesem, mit jenem, Viertelstunde, 20 Minuten, was ist denn das? Den Alltag durchbrechen und einfach tun. Von nichts kommt nichts. Claudia, dann sage ich danke dafür und würde dich bitten, sollten wir uns jemals wiedersehen, ja. Bringst du eine Trommel mit? Ja, ich habe eine wunderbare Trommel zu Hause, bringe ich sehr gerne mit. Ja, wunderbar. Also ich mal schauen, was geht. Danke fürs Gespräch. Claudia.